Was geht ab? Wie geht's dir? Hello. Wir kennen uns nicht. Wir haben uns noch nie in Real Life gesehen oder so. Sowas wie ein Ja, Online-Date auch fast, ne? 24. Bist du Single? Und du? Okay. Was muss ein Mann mitbringen, um bei dir landen Ja. zu können? Das ist krass. Wir haben schon echt viele Gemeinsamkeiten, ne? Ja, gibt's da für dich einen ausschlaggebenden Grund, warum viele Beziehungen heutzutage nicht mehr funktionieren so? Durch die ganze Feminismusbewegung, vielen Frauen halt so suggeriert wird, muss eine Boss-Bitch, Miss Independent sein. Okay, kennt sich ein bisschen aus in Astrologie? Oh nee, Digga. Ist der Talk auf Ayahuasca? Ayahuasca? Wie groß muss er denn sein? Ja, ich meine, also, ich bin wie gesagt sehr klein, von daher, keine Ahnung, mir ist vielleicht auch 1,85 Ja, nee, ist klar, Digga. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Was geht ab, Freunde? Bam. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Livestream it in, Motherfuckers. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Auf jeden Fall haben wir heute den ersten Love Talk am Start an der Stelle. Ich habe mir gedacht, weil wir auch viel über die Themen Mann und Frau geredet haben, auch mit Coach Burak, auch mit Master Your Mind und mit Leo auch ein bisschen, habe ich mir gedacht, müssen wir ein bisschen die feminine Energie auch in den Laden reinbringen und einfach mal schauen, was Mädels dazu zu sagen haben. Deswegen hatte ich letztens bei Instagram einen Aufruf gemacht, habe gefragt, wer Bock hat, sich mit mir über die Themen zu unterhalten. Und da hat die Isabo spricht man es, glaube ich, aus, sich bei mir gemeldet und hat gesagt, sie hat auf jeden Fall Bock. Sie wartet auch schon drüben. Chat bleibt auf jeden Fall schön lieb, ja? Nicht übertreiben. Wir werden natürlich auch auf eure Fragen eingehen. Ich habe euch hier direkt auch mit auf. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas Anmerkungen technisch am Start habt oder so, dann let me know. Gerne könnt ihr den Kanal auch abonnieren oder followen, damit ihr die nächsten Talks nicht verpasst, die nächsten Streams nicht verpasst. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir direkt rüber. Hattest du nicht vor ein paar Tagen einen Talk mit Kianosch? Ja, Bruderherz, das haben wir auch gemacht. Der erste Highlight ist auch schon auf dem zweiten Kanal online, Lovelock Lifestyle. Werdet ihr auch hier vom Chatbot ab und zu in den Chat reinbekommen. Könnt ihr gerne abonnieren, einmal draufgehen und ein bisschen Support und Liebe dalassen an der Stelle. Ich küsse euer Herz und jetzt würde ich sagen, let's talk, Bro. Ich habe mir auch ein geiles Setup vorbereitet. Ich mache schon mal hier Skype auf. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Was geht ab? Was geht ab? Man sieht dich noch nicht, warte. Ich schalte rüber. Bam. Aber man hört mich schon? Yes, man hört dich schon. Was geht Gut. ab? Wie geht's dir? Hallo. Mir geht's gut und selbst? Alles gut soweit, alles gut soweit. Gutes Training Sehr gehabt, schön. gegessen. Ja? Yes. Was hast du gekocht? Pasta, Was wie hast du immer. gekocht? Pasta. Nice. Gibt's oft bei Nice, mir. nice. Was hast du gemacht heute so? Ja. Oh, verschiedene Sachen. Musste ein paar Sachen noch erledigen, ein paar Sachen abholen, ein bisschen, ja, was man zu Hause alles so Wäsche und so weiter, alles Mögliche. So, Dann. solche Sachen. Wo wohnst du nochmal Genau. in Hamburg, gell? Genau, in Hamburg. Also, Chat, dass ihr auch Bescheid wisst, wir kennen uns nicht. Wir haben uns noch nie in Real Life gesehen oder so. Haben nur kurz zwei In diesem Minuten Leben nicht. in diesem Leben. Ja, vielleicht aus dem Leben vorher, wer weiß. Ein, zwei Minuten miteinander gequatscht vorher so. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ja, ich auch. Ja, ich freue mich. Erzähl mal Und ein bisschen so über dich. Erstmal die Frage in den Chat rein. Hört man sie gut? Also ja, hört man uns beide klar, gut? hört man Hört uns man sie gut. gut? Hört man mich doppelt? Weil ich habe so das Gefühl auf den Kopfhörern, dass man mich ein bisschen doppelt hört. Ey, du kannst auch, wenn du magst, kannst du auf dem Laptop auch den Stream aufmachen und dann kannst du den Chat mitlesen. Ah, Aber yes. lass dich davon nicht ablenken. Dann kann ich Einer schreibt mitlesen. gerade, ich habe ein Problem, sehe einen Schrank vor mir. Bro. Muscle it in, Motherfucker. Ja, erzähl mal ein bisschen von dir so. Wer bist du? Ja, wer bin ich? Ist hier eigentlich Gerade so, erst sowas wie ein mal. Online-Date auch fast, ne? Kann man so sagen. Warte mal, ich mache ganz kurz den Stream nochmal auf dem Laptop. So. Rosti ist auch am Okay. Start. Rosti, was geht ab? Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Yes. Erzähl mal, Nice. wer bist du? Wie Ja. spricht man deinen Namen Ach, erstmal aus? wer bin ich? Isabo. Ja, Isabo.
Isabeau, Ist genau. auch, Der ist Name, lustig, ist ein also lustiger genau, Name für auf die, jeden die das Fall. ein bisschen verwirrt, mit diesem EAU, also das ist Französisch, also ich bin aber nicht aus Frankreich. Meine Mama fand den Namen einfach schön und es gab halt einen Film. Und ja, da hieß halt die Hauptdarstellerin Isabeau und ja, dann hat sie entschieden, dass wenn sie mal ein Mädchen bekommt, dass sie Isabeau nennen möchte. Genau, Okay, aber nice. ich habe sonst nichts mit Frankreich am Hut, aber ja, genau, deshalb der Name. Ich bin Portugiesin, also meine Eltern sind beide aus Portugal. Ah, krass. Kumpel von mir ist gerade in Genau. Portugal. Jutta? Ein Freund von mir ist gerade in Portugal. Wo denn? Lissabon, glaube ich. Ah, Der hat da seine schön. Produktion, der macht Schuhe, weißt du? Viele Klamottenproduktionen und so Ah. sind ja drüben in Portugal, ne? Ja, ich glaube so Zara und so, die produzieren, glaube ich, auch öfter mal in Portugal. Ansonsten kenne ich nicht so gut aus, aber ja. Ja, Genau. ja, ja. Ja, und ansonsten, ja, wer bin ich? Wer bin ich? Ey, was, sag mal, erzähl mal Ja, so, das ist voll wie die alt. große Frage, das ist voll die große Frage. Was machst du Gib mir beruflich? mal Wie ein alt? bisschen. Brauchst du ein bisschen Ja, mehr okay, aber Input? ich bin. Okay, was machst du beruflich? Ja, Wie alt nee. bist du? Was, Ja, okay. so diese ganzen. Ich bin 24. Ja, genau, ich bin 24. Was mache ich beruflich? Ja, das ist auch eine spannende Frage. Und zwar habe ich Jahre Lehramt für Gymnasien, für Deutsch und Spanisch studiert, bin damit fast fertig. Allerdings habe ich schon, ja, war mir eigentlich schon relativ früh auch klar, dass ich nicht im Schulsystem arbeiten möchte, aufgrund dessen, dass ich da nicht hinterstehe und habe jetzt auch ja, das ganze letzte Jahr auch viel Zeit irgendwie quasi damit verbracht, mir überhaupt zu überlegen, möchte ich es jetzt überhaupt noch fertig machen oder nicht, weil das ist nicht mein Weg. So, und ich bin nach wie vor auch ganz stark davon überzeugt, dass mein Weg definitiv nicht sein wird, im Schulsystem zu arbeiten. Allerdings habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich das Studium halt abschließen möchte, einfach um es halt auch energetisch abgeschlossen zu haben und da einfach so einen Cut dran zu setzen. Aber ich, ja, möchte mich auf jeden Fall dann auch selbstständig machen und wie das dann alles ganz, ganz konkret aussehen wird, ja, das weiß ich noch nicht. Genau, aber das ist so gerade der Stand der Dinge. Die armen Schüler, die Ja. verpassen was auf jeden Fall. Wärst du gute Lehrerin? Ja, ich glaub, ich bin auch eine gute Lehrerin, aber ich möchte nicht Du willst. quasi gezwungen sein, mich an einen Lehrplan zu halten und am Ende halt, ja, zu sagen, halt die Fresse, mach jetzt das, lern das und am Ende überhaupt nicht die individuellen Fähigkeiten und ja, die individuellen Seelenaufgaben am Ende ja auch von den einzelnen Menschen, Kindern überhaupt fördern zu können, weil es halt einfach gar nicht möglich ist, ne? Und ja. Okay, Ja, verstehe, verstehe. Und genau. weißt du schon, in welchen Bereich du gehen willst du? Mit der Selbstständigkeit meinst du? Ja, genau. Ja, also das Ding ist, diese ganzen psychologischen Themen, das Ganze auch schauspielerisch zum Beispiel ist, also Schauspiel ist auch eins meiner größten Leidenschaften. Oder allgemein wirklich mit Menschen in tiefe Gespräche zu gehen. Das sind alles so Sachen, die mein Herz einfach so, so, so krass erfüllen. Und ich weiß, dass wenn man da wirklich eine klare Intention eben aussendet, dass Gott, das Universum auch Dinge quasi ins Leben halt reingeben wird, wo man dann eben wirklich auch drauf reagieren darf und dann eben auch so inspiriert handeln darf. Und da bin ich sehr, sehr, ja, ich glaube sehr, sehr, sehr daran, dass genau mein Weg sich dann weiter und weiter halt zeigen wird. So. Zum Beispiel, ja, das habe ich eigentlich auch, ja, im kompletten letzten Jahr mich sehr, sehr, sehr viel mit beschäftigt, ist halt so eine Frequenztechnologie, die letztendlich, ich weiß nicht, hattest du vielleicht auch in einigen Videos bei mir gesehen gehabt, weil ich ja Ich da habe gesehen, du relativ hast viel zu irgendwie gemacht habe. so Genau. auch Vorträge irgendwo gehalten oder sowas, ne? Oder was Genau, war das? genau, Ja. genau. Ja, genau, und genau, also das ist halt, das ist so witzig, weil du hattest gestern in deiner Story, du hast dir was von Nikola Tesla angeguckt, ne? Ja. Genau.
So, und dieses Gerät, also diese Frequenztechnologie, beruht letztendlich halt auf der Arbeit von Nikola Tesla. Und es ist halt, ja, Wie wie fast alles so eine heutzutage, Art. ne? Wenn du so überlegst, ist krass, was Nikola Tesla alles also Voll, ne? bereitgestellt Aber hat für die ganze neue ja. Technologie heute, so, weißt Voll, 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 voll. Und das ist halt gerade so am Kommen, so, weil, ne, wie du ja auch weißt, ist Medizin ganz oft einfach Symptombehandlung. Es geht nicht um wirkliche Gesundheit, sondern einfach nur darum, halt Sachen zu betäuben, um Geld zu machen und so weiter. Ne? Und dann ist halt diese Frequenztechnologie oder diese Quantentechnologie, wie man es nennen möchte, fungiert dann halt eher dazu, wirklich die Ursache der Sache halt zu gehen und kann sich dann mit deinem individuellen Energiefeld verbinden, deine ganze Aura analysieren und noch vieles mehr. Letztendlich halt dir dann auch die Frequenzen, weil alles ist ja Energie, in dein Informationsfeld aufschwingen, die du halt gerade brauchst, um dein bioenergetisches Feld zu harmonisieren. So, das halt Wow. ganz im Groben zu dieser ist. Es ist richtig, richtig spannend. Also kann man auch Stunden drüber reden. Und damit habe ich mich eigentlich im letzten Jahr sehr, sehr, sehr viel mit Also du befasst bist auch und ja, so ein sehr genau. wissbegieriger Mensch, habe ich das Gefühl, ne? Du könntest auch Ja, auf jeden fast Fall. überall irgendwie Gefallen dran finden, ne? Also man merkt schon, diese Bandbreite von Schauspielerin bis zu Ja. dem, was du eben erzählt hast, die ist schon riesig auf jeden Ja. Fall. Ja. Aber es gibt auch Sachen, die mich dann gar nicht interessieren. Das sind dann schon immer wirklich diese, ja, zwischenmenschlichen, psychologischen, ja, hauptsächlich wirklich so diese Themen. Das sind halt die Sachen, wo ja, mein Herz aufgeht und wofür ich auch hier bin. Ja, genau. Einer schreibt So, im Chat gerade, langsam sieht der Leon Fragezeichen, ich sehe sie. Ich sitze ich bin so da. aufgeregt, Ich Okay, nochmal, bleiben wir nochmal ein bisschen bei dir so. Bist du Single? ja. Schon lange? Seit, ich glaube, 2,5 Jahren, oder oh Gott, wann waren die? Ja, nee, etwas über 2 Jahre. Okay. Ja. Und du? Okay. Ich bin auch Single, ja. Ja. Lange schon. Auch ungefähr gleich Ja. ungefähr. 2 Jahre, 2,5 Jahre so. Ja. Woran liegt es bei dir? Warum hast du keinen Bock mehr? Hast du Bock auf eine Beziehung oder warst du eher so, dass du sagst, ey, nee, ich habe jetzt erstmal keine Lust auf eine Beziehung, ich will mich irgendwie auf mein Studium konzentrieren, auf meinen Job oder auf meine Karriere oder. Ja, was war so der Grund bei dir? Was ein Zufall, schreibt einer. Ja, ist Zufall. Was labert die? genau, also, nee, also als ich mich vor 2 Jahren getrennt hatte, da war das für mich erstmal okay. Ich nehme mir erstmal Zeit, die Dinge halt aufzuarbeiten, zu reflektieren, die eben waren. So, da war für mich sowieso erstmal klar, dafür werde ich mir jetzt die Zeit nehmen. So. Und dann, ja, habe ich mir einfach, ist mir mit der Zeit einfach immer, immer klarer geworden, was ich in einer Beziehung, was ich in einem Mann möchte. Hat mir das tatsächlich auch, ja, ich glaube, ja, vor ein paar Monaten oder so, ist auch ganz, ganz konkret aufgeschrieben. Lese ich das Echt, auch regelmäßig ja? durch. Das ist Ja, interessant. ganz, ganz Also konkret. das kannst du Ja. gerne auch mal hier auspacken an der Stelle, wenn du Bock hast. Finde ich Schauen wir interessant. mal. Hast du dir Schauen wir mal. aufgeschrieben, dass du es manifestierst quasi, wa? Dass du sagst, okay, Richtig. ich nehme keinen Mann, der nicht diese Dinge irgendwie mitbringt, Exactly. so. Ja, hau Exactly. raus. Was jetzt? Was ich mir da aufgeschrieben habe? Ja. Ist Love Talk hier. Einer hat auch geschrieben, das würde Leon niemals einen Jungen fragen, ob er Single ist. Ja, Bitte? normal. Nee, einer hat dir gerade im Aha. Chat geschrieben, Leon würde das niemals einen männlichen Gast fragen. Es ist Love Talk hier, meine lieben Freunde. Hier geht's um Liebe, hier geht's um Wow. zwischen Mann und Frau. Hier geht's um sich ein bisschen kennenzulernen, falls man sich noch nicht kennt. Und deswegen hau gerne raus, wenn du Bock hast. Ja, Also, also was sind was so mir die wichtigsten ja. Eigenschaften oder was muss ein Mann mitbringen, um bei dir landen Ja. zu können? Okay, here we go. Eigentlich das Hauptding, was mir wichtig ist, ist, dass ich mich sicher fühle.
so, dass ich mich in meiner femininen Energie auch wirklich fallen lassen kann. Und das kann ich nur dann, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich mich beschützt fühle, wenn ich weiß, da ist halt jemand da, der ist präsent, der hört mir zu, der ist auch physisch präsent. Also ich finde halt auch ein gewisses Erscheinungsbild ist mir persönlich zum Beispiel auch wichtig. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr klein, nichtsdestotrotz, ja, fühle ich mich persönlich, das ist ja auch völlig, ja, kann ja jeder für sich Typabhängig. selbst entscheiden, nicht irgendwie zu einer Person, die jetzt auch relativ, oder zu einem Mann, der relativ klein ist, fühle ich mich persönlich halt nicht so hingezogen. So, und das hat ja auch alles evolutionsbiologische Hintergründe, dass wir uns ja, ne, einfach auch, Frauen sich halt auch einfach geschützt und, ja, gehalten fühlen wollen. Ja, genau, gehalten sein ist auch ein großes Ding. So, ansonsten ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir die gleichen Weltanschauungen teilen, dass wir, ja, ortsunabhängig, am besten, ja, in der Sonne, Also, nicht in Deutschland leben und halt von da weltanschauungstechnisch, aus da hätte ich unsere, nochmal so eine ja. Nachfrage. Das heißt, also Ja. jetzt, wenn jetzt ein Typ eine andere politische Meinung vertritt als du, wäre das dann für dich Ja. auch ein No-Go? Zum Beispiel jetzt, soll ich mal ein Beispiel sagen? Zum Ja, Beispiel ich hätte jetzt uns schon was, ja. Klimawandel. Du bist Ja. jetzt eine zum Beispiel, du bist jetzt jemand, der so sagt, so ja, wir müssen das Klima beschützen, etc. pp. Und der Typ sagt dann so, ey, ich glaube nicht, ich glaube da gar nicht dran. Scheißegal, ich habe einen V8, ich habe einen Bugatti, ich habe dies, das, bla bla bla. Würdest du dann sagen, so, nee, geht gar nicht, oder wäre dir das egal dann in dem Sinne? Weißt du, ich glaube, dass mit diesen politischen Einstellungen, ich antworte gleich auf deine Frage, mit diesen politischen Einstellungen, da gehen halt einfach Werte auch mit einher. So. Und ich glaube, dass mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir halt eben dieselben Werte teilen. So. Also Würde es, glaube menschlich, ich, da gar redest du nicht dazu kommen. vom Bitte? menschlichen, du redest jetzt eher so von menschlichen Werten, ne? So Genau, aber ich meine, Werte können ja Ethik, auch sein, Moral. Freiheit, Werte kann irgendwie sein, ja, Nächstenliebe, Mitgefühl, was auch immer. So, Ja. das passt jetzt nicht so gerade, nicht so gut auf das Klimathema, aber einfach generell. Also ich glaube, eine Person, die total, ja, ich mache halt meinen 9-to-5-Job, was ich überhaupt nicht, ja, degradieren möchte, wenn da, also ist toll, wenn das Menschen wirklich irgendwie von Herzen gerne machen, sollen sie es machen. Aber Ja. ich glaube, das sind halt einfach so Sachen, die würden einfach von Grund auf dann, also es geht dann gar nicht um die politischen Interessen. So, das ist dann letztendlich ja nur ein Ausdruck von was anderem. Und demnach, um deine Frage nochmal zu beantworten, also eigentlich ist es mir, also das ganze Klimathema, das, ich Das war meine, jetzt nur ein das Beispiel. Wir können ich jetzt auch sagen, weiß, irgendwie ja. Corona oder Ah, ich glaube, Transgender oder keine das Ahnung. ist mir, glaube ich, schon relativ wichtig, dass wir da ähnliche Einstellungen zu haben, weil, wie gesagt, mit diesen Einstellungen zu diesen ganzen Themen ja einfach auch ganz viel anderes einfach mit einhergeht, wie man halt die Welt irgendwie überhaupt sieht, wie man, was für einen Bewusstseinszustand man auch hat, ne? Das ist ja jetzt auch, ja, nicht zu, Nee, macht Sinn, ja. hast du recht, auf jeden Fall, kann ich verstehen. Also, Ich bin zum ja, Beispiel auch, genau. ja, ich bin ja jetzt zum Beispiel auch vegan, ne? Ich auch. So, echt, ja? Das ist gut. Weil ich bin zum Beispiel dann auch jemand, der versucht dann Menschen, die ich halt liebe, so, wenn ich einen gewissen Durchblick habe, was zum Beispiel diese ganze Ernährungsgeschichte angeht, oder wenn ich weiß, dass es ungesund ist für Menschen, dann versuche ich halt auch mein näheres Umfeld so ein bisschen damit zu beeinflussen, so meine Mom, mein Bruder, eventuell dann auch meine potenzielle Partnerin. Obwohl ich jetzt sagen muss, meine Ex zum Beispiel war auch keine Veganerin. Das ist dann auch nicht schlimm, aber sie muss halt dann damit rechnen, dass ich ab und zu halt mal einen Spruch rauslasse oder sagst so, ey, du isst hier gerade Leichen oder Weil ich glaube halt irgendwie, es geht ja gar nicht darum, dass man in jeglicher Hinsicht in allem dieselbe Meinung hat. So. Ich bin halt auch nicht der Meinung, zum Beispiel Thema vegan ist auch, also allgemein Ernährung, ich beschäftige mich auch seit, ich glaube, seit 9 Jahren oder so mit Ernährung. So lange bist ist, du vegan ich schon? habe auch, boah, ich glaube komplett
3 Jahre 3 Jahre? oder so. Ungefähr. Hörst du mich noch? Ja. 2, 3 Jahre. Aber ich habe auch schon die letzten 9 Jahre hauptsächlich gefühlt pflanzlich irgendwie gegessen. So, aber ich glaube, ja, die letzten 2, 3 Jahre Krass, ungefähr. ist schon echt, wir haben schon echt Ähnlichkeiten, weil ich zum Beispiel habe jetzt auch seit 10 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, so, also vegetarisch mich ernährt. Und auch Ja. ungefähr jetzt seit 3 Jahren bin ich komplett vegan geworden. Ja. So. Ja. Ja. Cool. Ja, und also ich glaube, was ich eben noch ganz kurz sagen wollte dazu, so Thema Ernährung, ich glaube auch nicht, dass für jeden es gesund ist, vegan zu essen. So, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es halt Menschen gibt, für die es total essentiell ist, Fleisch zu essen. So, und ich glaube halt auch, dass die vegane Ernährung, wie sie halt auch gerade auch ein bisschen so, ja, propagiert ist vielleicht irgendwie das falsche Wort, aber wie sie als auch gesund dargestellt wird mit diesen 1000 Ersatzprodukten und so weiter, ist ja auch nicht gesund. So, ich glaube, Ja, dass wir das heißt auch einfach nicht. alle, ja, Nee, was es würdest ist du auch sagen? so, du kannst auch als Veganer dich brutal ungesund ernähren. So, weißt Voll, du? Also voll. vegan heißt auf keinen Fall direkt gesund. Und ich glaube, was du auch Ja. sagen wolltest, ist einfach, dass man bewusster wird, was man konsumiert, einfach so, weißt du? Das ist schon eine Sache, Ja, total. wo ich dann sage, nice, so, wenn jemand sich überhaupt Gedanken macht, so, okay, ich esse vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch, ich tausche das ein oder andere aus. Ich bin auch nicht so ein radikaler Typ, der das jetzt so krass nach außen trägt und sagt, alle müssen jetzt vegan werden, so, im Gegenteil. Jeder soll sein Ding machen. Ich finde es nur geil, wenn Leute ein bisschen bewusster werden, so, weißt du? Ja, voll. Und ich glaube, weißt du, einfach allgemein, wie geil wäre das, wenn wir alle wieder ein bisschen mehr in Nature leben würden, unsere ganzen Sachen einfach selbst anbauen würden. So, weil, ne, auch wenn man irgendwie Bio und so weiter kauft, ist ja sowieso jetzt alles nicht mehr so nährstoffreich, wie es halt mal war. So. Und einfach allgemein nicht mehr so viel verarbeitete Sachen zu essen. Das ist, glaube ich, auch einfach mal voll das große Ding. Klar, dieses ganze Billigfleisch, was auch immer, natürlich, ne, ich glaube, das ist ja, denke ich mal, hoffentlich jedem klar, dass das jetzt nicht so gut ist. Immer mehr Aber Leute, habe ich einfach das Gefühl, wachen allgemein. so ein bisschen. Ja, voll, voll. Aber dann muss man halt auch echt aufpassen, dass die dann, die jetzt neu vegan werden, sich nicht denken, ah, okay, ist alles besser, ich hau mir jetzt nur noch die Ersatzprodukte rein. Weil das ist dann ja auch so ein bisschen, ja, Ja, vor allen genau, Dingen auch muss man halt ein bisschen aufpassen. so Supplements-technisch, weißt du, was ich meine? Heutzutage, wie du es selber gesagt hast, es gibt halt auch generell, wenn du viel Gemüse isst, viel Obst isst und dich eigentlich relativ ausgewogen ernährst, so, der Boden gibt halt einfach nicht mehr so viel her wie früher und du musst halt einfach leider Voll. heutzutage zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, so Vitamine, Mikronährstoffe etc. ist halt brutal wichtig, weißt du? Ja, Auf jeden Fall, ja. aber okay, wir waren immer noch bei den Traits stehen geblieben, die ein Mann braucht, um bei Ja, dir zu landen. Also ja. du sagst, auf jeden Fall soll er dir so einen Beschützer-Vibe geben, der sollte auf jeden Fall größer sein als du, ne? Muss er auch, Soll ich weitermachen? Ach so, Entschuldigung. muss er Die wichtigste Frage hier bei mir im Chat ist natürlich, stehst du auf Muskeln bei Männern? Ja, ich glaube, das tun die meisten Frauen, oder? Echt, ja, Also würdest du beziehungsweise hat sagen? ja auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch, ich meine, ganz, ganz viel ist ja auch einfach evolutionsbiologisch logisch so, weil, ne, dass diese die physische Statur, wenn jemand irgendwie stark ist, wenn jemand, keine Ahnung, breit ist, wie auch immer, dann suggeriert es ja auch dem Gehirn, ah, okay, der kann mich beschützen, wenn irgendwas passiert. Ich bin safe. Und das ist ja das Schönste, was eine Frau fühlen kann, sich einfach safe zu fühlen. So, und deshalb glaube ich, also ja, und Ich habe letztens eine Umfrage gemacht so und da haben viele Mädels gesagt, so ja, aber dafür haben wir ja die Polizei. Dafür haben wir ja, die ja. lügen. Die lügen, gell? Nein, Feier keine Ahnung, ich. will ich die Lüge gar nicht unterstellen. Aber hä, die Polizei ist ja nicht immer da. Und ja, das kann man ja sowieso noch mal. Okay, erzähl weiter. Was noch? Ja, also dann, das sind, glaube ich, so ein bisschen, ne, so etwas allgemeinere Sachen. Und ansonsten ist es mir halt sehr, sehr wichtig, dass wir halt die gleiche Vision teilen, dass wir beide, ja, das Bewusstsein der Erde anheben wollen. Das ist für mich eigentlich das Größte.
und einfach beide unsere Herzen in die Welt tragen und uns halt gegenseitig dabei unterstützen, ja, unsere individuellen Seelenwege quasi zu gehen, unsere, ja, und unsere Mission quasi zu leben und halt das auch dann gemeinsam tun. Und ja, das dann halt auch, weil das jetzt nämlich nochmal zum Thema, dass es für mich jetzt zum Beispiel nicht passen würde, mit jemandem zusammen zu sein, der einfach sagt, oh, ich will meinen 9-to-5-Job irgendwie mein Leben lang machen, möchte irgendwie ein Haus und irgendwie Hund, Katze, Maus Ist nicht oder dein Ding? Kinder und nee, also ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, also ich sehe mich definitiv auch nicht in Deutschland leben langfristig. Bin auch dankbar für alles, was ich, ja, was man irgendwie hier hat. Und auch dafür, also ich meine, ne, meine Familie sind, die sind als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen, ne? Also und um hier zu arbeiten. Also ich bin dankbar auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sehe ich mich, weil ich ja auch die Möglichkeiten habe. Meine Großeltern hatten die Möglichkeiten nicht. Wo siehst du dich? Und Also meine was, Eltern auch auf nicht. was, auf was, Ja. also nach was sehnst du dich so? Sonne oder was? Oder was ist eher so dein Ding? Ja, also ich zu 100% am Meer Am leben. Meer, ja? Yes. Fühle ich, fühle ich. Visualisiere ich jeden Tag. Warst schon viel im Ausland? also in Portugal halt, seitdem ich Baby bin, mein erstes Weihnachten habe ich auch in Portugal verbracht. Also in Portugal halt eigentlich immer. Ansonsten, wo war ich sonst noch? Ich war tatsächlich nur in Europa bisher. Ich war noch nie woanders. Ich würde Echt? mega, 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 mega gerne noch mal nach Amerika, vor allem auch Südamerika hätte ich auch richtig Bock, aber Nordamerika Wieder in auch. Mexiko bin, dann kannst du mich da mal besuchen kommen. In Mexiko? Ja. Ja, sehr Mexiko ist geil. nice. Mexiko ist auf Ich jeden spreche Fall auch sehr stark. Spanisch. Das wäre auf jeden Fall schon hilfreich. Echt? Ja, ich studiere Spanisch? Spanisch. Ah, Ich krass, studiere okay. Spanisch und Deutsch, beziehungsweise bin ich mehr fast fertig, ne? Aber Kannst du hab auch Spanisch im Portugiesisch dann wahrscheinlich auch, ne? Es geht so. Meine Eltern, das ist immer diese Frage. Ich muss so denken, oh Mann, ja, ich würde gerne ja sagen. Also ja, ich kann schon, aber nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde. Meine Eltern haben es mir nicht wirklich beigebracht, aber dadurch, dass Spanisch und Portugiesisch sehr ähnlich sind, Wollte ich gerade habe ich sagen. quasi, ja, verstehe ich mittlerweile halt voll viel auch auf Portugiesisch. Jetzt bist du gerade hängen geblieben. Genau. Ah, jetzt bist du wieder da. Okay. Bitte? Ja. Ich habe auch einen Kumpel, der spricht auch Portugiesisch und der kann halt Ah. dadurch, also der war mit mir auch in Mexiko und konnte sich Ah, dadurch halt auch nice. mit den Leuten so ein bisschen unterhalten, weißt du? Ist ja Ja, jetzt nicht man so weit versteht sich voneinander voll. entfernt, ne? Ja. Nee, nee, nee. Nee, voll. Ja, genau. Geil. Ja. Sehr cool. Ja, Sehr genau. cool. Und, ja, und ansonsten ist, glaube ich, einfach wichtig, sich gegenseitig zu, also was heißt, ist mir einfach wichtig, sich gegenseitig zu respektieren. Und dann, was, glaube ich, auch voll unterschätzt wird, ist zu lernen, zu streiten oder zu lernen, zu diskutieren. Weil es ist halt utopisch zu glauben, dass nie Konflikte in einer Beziehung auftreten werden. Aber wirklich sich zu committen, halt die andere Person halt verstehen zu wollen. Und ja, halt auch in Streitsituationen respektvoll zu bleiben, halt Verständnis zu zeigen, halt für beide Seiten, ist, glaube ich, auch mega, mega wichtig. Zum Beispiel auch. Okay. Ich habe den Chat gar nicht im Auto, gar nichts geguckt bisher Nein, tatsächlich. aber ist auch okay. Erstmal wollen wir ja so ein bisschen rausfinden, wer du bist und war schon gute Sachen, die du eben erzählt hast. Was ich noch fragen wollte, wie lange war denn deine letzte Beziehung? Ich glaube insgesamt Wow. 3 Jahre, aber 3 Jahre mit einer Pause von, ja, keine Ahnung, ich glaube etwas über einem halben Jahr. Ah, okay. Genau, Nice. dann war noch mal ein Second Try. Ja, das ist meistens nicht so, ne? Bei mir war das ähnlich gewesen. Dann ist Ja, meistens die Luft für schon mich war raus. es, nee, für mich war es voll wichtig. Also für mich war es sehr, sehr gut, Um nochmal das zu auch gemacht zu gucken. haben. Einfach weil ich für mich halt da wirklich nochmal diese Erfahrung halt machen wollte und durfte, um halt, ja, mir da auch wirklich dann sicher zu sein. Und dann war es für mich dann alles okay. Dann war auch für mich Cut und dann war auch alles gut. Also für Ja. mich. Ja. Nice. Genau. Nice.
Okay, cool. Ich gucke gerade mal im Chat, ob da noch ein paar coole Fragen sind oder so. Was, Was würde die bei warum? Clarice Bennig auf die Pause drücken? Ja, lass dich davon nicht zu krass beeinflussen. Es sind noch ein paar Trolls bei mir Nö, hier im Chat dabei. ich nehme es mit Humor. Das ist sowieso wichtig. Ja, aber man kennt doch, das ist doch typisch so, weißt du? Es ist ja oft so, dass man sich mal trennt oder dass mal so eine Pause passiert, weißt du? Und dann, dass man nochmal das Bedürfnis hat, wie viele Leute gehen nochmal zurück zu ihrer Ex, so, weißt du? Wie viele Leute versuchen es Ja. nochmal, das passiert ja öfter. Manchmal funktioniert es sogar, aber ich glaube, meistens ist es dann Ja. schon vorbei, so. Meistens ist es einfach nur, um Voll, zu schauen, voll. ob es nochmal funktionieren könnte und dann merkt Genau. man, nee, das ist es doch nicht, so, weißt du? Ja, voll. Ja. Aber manchmal braucht man halt trotzdem die Erfahrung, So. ne? Weißt du? Und Ja, damit deshalb, man auch abschließen kann am ja. Ende des Tages. Ich kenne das selber, weißt du? Weil du denkst Genau. dann die ganze Voll. Zeit an denjenigen vielleicht noch und denkst so, okay, oh, vielleicht war es doch nicht richtig, dass wir uns getrennt haben. Und wenn man es dann probiert hat, dann weißt du es halt wirklich so, ne? Ja. Ja. Voll. War das bei Sehr dir auch so cool. oder wie war das bei dir? Ja, bei uns war es schon so ein bisschen wild auf jeden Fall. Es war keine richtige Trennung, aber es Wenn war du schon so, dass man ein bisschen Abstand voneinander genommen hatte, dass es nicht mehr so intensiv war, man nicht mehr so krass aufeinander rumgehockt hatte und dann da die Zeit hatte, um ein bisschen zu reflektieren und dann da eigentlich gemerkt hat, so, okay, das ist es dann doch nicht, weißt du? Also es war keine Trennung und dann wieder zusammenkommen, sondern es war eher ein bisschen Abstand und dann entscheiden, okay, ist es einfach nicht so, weißt du? Ja, aber ich bin sowieso generell, so ein kleiner Beziehungslegastheniker, nenne ich es jetzt einfach mal an der Stelle. Ich habe nur eine. Bindungsangst oder Ja, wie? so, glaub schon. Ich weiß nicht genau, aber ich hab nur eine Beziehung gehabt, weißt du? Eine richtige Beziehung so. Damals natürlich auch, als wenn du jung bist und so, die erste große Liebe und so mit 17 gab es auch, aber das zähle ich noch nicht als. Bei mir genauso. Lustig. Auch nur eine Beziehung und sonst nur mit 17, aber zähle ich auch nicht so. Das ist krass, wir haben schon echt viele Gemeinsamkeiten, ne? Jetzt ohne Scheiß. Ja. Auf jeden Law of Fall. Attraction. So. Wir wollten uns ja eigentlich auch treffen, wo ich in Hannover war. Leider hat das nicht funktioniert. Nächstes Mal. Ich bin Kann ja Ende noch mal Januar. nachholen. Ja, ich bin Ende Januar wahrscheinlich wieder da. In Hannover? Ja, genau. Genau. Und dann können wir ja nochmal schauen, ob wir das dann Machen hinbekommen. wir. Ja. Machen Was wir. denkst du denn, warum heutzutage viele, viele, viele Beziehungen scheitern so? Was denkst du denn, was so der, gibt es da für dich so ein, wie soll ich das nennen? Ja, gibt es da für dich einen ausschlaggebenden Grund, warum viele Beziehungen heutzutage nicht mehr funktionieren so? Was Ich denkst du glaube, dazu? das sind ja. Ich denke, dass in ganz, ganz vielen Beziehungen die Polarität fehlt. Also dass Polarität in Form von maskulin, feminin. genau, dass halt sowohl die Frauen nicht in ihrer femininen Energie sind, als auch dass die Männer nicht in ihrer maskulinen Energie sind. So, und ich glaube, dass einfach mit der Zeit einfach da so ein Ungleichgewicht quasi der Energien herrscht, dass halt einfach keine Anziehung mehr da ist. So. Und dann wird es vielen dann irgendwie zu langweilig. Also ich glaube auch gerade irgendwie, ja, ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Aber ja, und das Problem ist halt, dass nicht gecheckt wird, dass viele Beziehungen gar nicht langweilig geworden sind oder überhaupt nicht da so enorme Probleme sind, sondern dass es schon ganz, ganz, ganz viel einfach ändern würde, wenn der Mann mehr in seiner maskulinen Energie wäre und die Frau mehr in ihrer femininen Energie wäre. So, das ist, glaube ich, eins der großen Dinge, die natürlich auch Was denkst du, woran andere. das liegt? Woran das liegt? Das liegt, glaube ich, daran, dass ja, durch die ganze Feminismusbewegung zum Beispiel, ja, vielen Frauen halt so suggeriert wird, ja, du musst eine Boss-Bitch, Miss Independent sein und mach dich nicht abhängig und ja, man wird ja regelrecht dazu motiviert, zu hustlen, zu machen, zu tun, sich nicht fallen lassen zu können. Vor allem den Mann dann auch zu entmaskulinisieren. Das, ich weiß gar nicht, ob es das Wort auf Deutsch gibt, aber ich habe da viel auf Macht Englisch Sinn. zugelesen, also Ja. emasculate.
So. Und dass man dem Mann, also dass die Frau dem Mann dann wirklich das Gefühl gibt, er darf gar kein richtiger Mann mehr sein. Und dass der Mann aufgrund dieser ganzen Feminismusdebatten zum Beispiel gar nicht mehr richtig weiß, ey, was darf ich denn überhaupt noch? Darf ich überhaupt noch ein Mann sein? Darf ich überhaupt noch einer Frau die Tür aufhalten? Darf ich überhaupt einer Frau ein Kompliment machen? Ist das schon übergriffig? Oder sonst was? Da gibt es ja richtig, richtig viele Männer, die einfach so verweichlicht einfach sind, weil sie einfach Angst haben, was falsch zu machen, weil sie es einfach gar nicht mehr, ja, wissen, was halt noch okay ist und was nicht. So, das ist, glaube ich, der Grund dafür. Ganz grob gesagt. Was glaubst Da du? kann ich, das kann ich so eigentlich hundertprozentig unterschreiben an der Stelle. Finde ich genauso. Ja. Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht und ich muss sagen, es gibt heutzutage nicht mehr viele Frauen, die das so sehen. Obwohl ich immer das Gefühl habe, dass die instinktiv das eigentlich genauso sehen, aber weil sie halt im Fernsehen oder durch Social Media und so beigebracht kriegen, dass es nicht so ist und dass sie jetzt die Boss Bitch spielen müssen, spielen die das halt. Aber wenn du ein bisschen Feeling hast für Frauen oder allgemein für Menschen und ein bisschen reinliest, so, dann merkst du eigentlich, sie möchte eigentlich feminin sein, aber ihr Kopf ist gefickt so ein bisschen, weißt du? Ist so ein bisschen so aus dem Ruder geraten und denkt dann, sie muss das spielen und darf nicht zulassen, wenn ein Mann so oder so ist, weil sie beigebracht gekriegt hat, dass das toxisch ist, so. Weißt du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. So wie du es gesagt hast, kann ich genauso unterschreiben. Das ist, glaube ich, oft ein Grund, warum Beziehungen scheitern. Es liegt gar nicht so krass an der Liebe, die die füreinander haben, weil die ist oft da. So. Das sehe ich und höre ich auch oft, wenn Beziehungen auseinandergehen und merkt man auch, dass die sich eigentlich immer noch lieben, dass einfach nur daran gescheitert ist, dass die halt in ihrer Rolle nicht richtig funktioniert haben, beziehungsweise dass ein bisschen aus dem Ruder geraten ist, so. Das stimmt schon. Voll, voll, voll. Und ich spreche halt auch wirklich aus Erfahrung, weil ich war selbst sehr, sehr, sehr doll in meiner männlichen Energie. So, das heißt, ich rede nicht mal, ich rede nicht nur aus irgendwas, was ich gehört oder gelesen habe, sondern kann es halt dann auch wirklich aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus, ja, Gesprächen mit vielen Freundinnen halt auch wirklich bestätigen. Also, es ist so, wenn eine Frau sehr in ihrer maskulinen Energie ist, dann ist das ja auch wie so ein Schutzschild. Also, weißt du, das bedingt sich dann ja auch immer gegenseitig. Wenn der Mann der Das Frau zum kann. Beispiel nicht das Gefühl gibt, sicher zu sein, dann tendiert eine Frau eher dazu, in ihrer männlichen Energie zu sein, weil sie sich nicht fallen lassen kann. Weißt du, das ist so eine Wechselwirkung. Oder Weißt du, wenn wie ich sie auch meine? schon mal verarscht wurde von einem Mann oder so, weißt du, was ich meine? Wie du sagst, es ist ein krasser Beschützerinstinkt so. Das ist so, ich kann es auch voll nachvollziehen, dass wenn eine Frau halt in ihren vergangenen Beziehungen zum Beispiel Männer hatten, also wenn Frauen jetzt Männer hatten, die irgendwie halt sie verarscht haben, schlecht behandelt haben, irgendwelche Scheiße passiert ist, so dass die dann natürlich einen gewissen Schutzmechanismus aufbauen, eine gewisse Maskulinität, eine Mauer aufbauen, um nicht mehr verletzt zu werden. So, man kann es verstehen. Genauso auch bei zum Beispiel alleinerziehenden Müttern. Ich sehe das selbst bei meiner Mutter so. Die sind quasi gezwungen dazu, eine maskuline Energie aufzubauen, damit die ihre Kinder auch richtig beschützen können und für sie da sein können, so. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, das ist halt schon, aber es artet halt aus. Mittlerweile sind Frauen in ihrer maskulinen Energie, obwohl sie das gar nicht sein müssten, weißt du? Und dann ist das Potenzial halt, dass die Beziehung vernünftig funktioniert, halt minimiert. Ist nicht mehr so krass, ist nicht mehr so da, weißt du? Und das ist eine Sache, wo ich auch sage, okay, es ist schwer, überhaupt eine Frau kennenzulernen, wo man das Gefühl hat, so, ja, okay, die weiß noch, was Frau sein bedeutet. Weißt du, was ich meine? Das hört sich halt jetzt so, wenn ich das sage, dann würden jetzt Frauen schon wieder sagen, oh, der ist toxisch. Wie, was Frau sein Ja, bedeutet? das Wir sind sind doch dann, gleich. ja, ja, Wie aber siehst du es denn jetzt zum weiß Beispiel bei dem Beispiel jetzt zum Beispiel Karriere so, ne? nicht. Ja. Wie wichtig ist dir deine Karriere? Ja, das ist ein spannendes Thema. Da habe ich nämlich zum Beispiel auch einige Freundinnen, die da halt so sagen, ey, eigentlich, die wollen vielleicht so ihr kleines Business haben und ansonsten halt Mama sein und sich um die Kinder kümmern. So, was ja auch voll, ja, natürlich auch ist. Bei mir persönlich ist es jetzt so, ich habe halt, ach, wie soll ich das sagen, Du willst Karriere ich habe machen, halt ne? ganz, ganz, ganz viel, kennst du dich ein bisschen aus dem Astrologie? Oh nee, Digga. Ich kann mich kaum nicht mehr Das kommt bei jeder Frau früher oder später immer das Thema. Ich kann mich nicht mehr
ich kenn mich gar nicht so gut aus. Was ich halt aber nur ganz kurz irgendwie, um darauf nochmal gleich zurückzukommen. Ich bin halt doppelt Feuerzeichen. Ich habe halt ganz, ganz, ganz viel Energie. So, ich bin wirklich Sternzeichen, Aszendent, Schütze. So. Und bei mir ist halt, ich habe halt so, ich habe ganz, ganz viel Tatendrang. Das heißt, bei mir ist es halt so, ich will auf jeden Fall Mama sein und ich will auch mich ganz sicher nicht totarbeiten. Nur ich weiß, dass ich definitiv auch ja was Eigenes auch in die Welt tragen möchte. Auch gerne mit meinem Mann zusammen. So, ich habe richtig Bock, mit meinem Mann zusammen was aufzubauen und richtig, also, ne, könnte richtig heftig dann werden. Aber du würdest jetzt keine Kinder haben wollen, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Jetzt gerade? Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich ein gutes Alter. 24 bist du, ne? Ja. Oh, ich glaube jetzt gerade. Also, ist halt voll schwierig zu sagen. Einfach auch aufgrund dessen, dass ich glaube, wenn man halt in der Situation ist, dass man halt wirklich dann einen Mann an seiner Seite hat, mit dem man sich safe mit, wo man weiß, okay, ey, mit dem möchte ich irgendwie dieses Leben hier verbringen, mit dem möchte ich was aufbauen. So. Und wenn ich mir da dann wirklich sicher bin, dann why not? Also jetzt gerade hätte ich eher gesagt, erst in so ein paar Jahren, aber man weiß, ich habe halt das Gefühl, viele Frauen gehen mittlerweile hier in der westlichen Welt so an ihre Grenzen, weißt du? Die warten so lange, bis es dann wirklich so weit ist, dass die Kinder kriegen müssen, sonst ist es vorbei. Und das ist eine Sache, wo ich sage, ist eigentlich schade, weil das beste Alter ist ja eher jünger, weißt du, was ich meine? Es ist zwar echt ein krasser Druck für eine Frau heutzutage, wenn sie halt eine Karriere aufbauen möchte, das bis zu einem gewissen Alter hinzubekommen und dann schon Kinder zu kriegen. So, das ist halt nicht einfach so. Aber wie wäre es denn jetzt, wenn du jetzt einen Partner hättest, den du liebst und wo du das Gefühl hast, der wäre ein guter Vater für deine Kinder, so, ne? Würdest du trotzdem sagen, nee, lass uns noch mal ein paar Jahre abwarten. Ich will erstmal noch meine Karriere verfolgen und dann können wir ja mal schauen. Oder wärst du so jemand, der sagt, okay, lass uns Kinder kriegen? Und das heißt ja noch nicht, dass dein Leben vorbei ist, meiner Meinung nach. Weißt du? Ja, ich hab mich gerade mit meinen Augen zugemacht, ich habe mich gerade da ein bisschen reingezogen. Bei mir kam nämlich auch gerade der Impuls, warum muss es denn heißen, dass mit Kindern die Karriere vorbei ist? Nein. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel, eine, die ist Coach, und die ist halt, während sie schwanger ist, einfach ausgewandert, hat, glaube ich, keine Ahnung, Millionen gemacht, was auch immer, ist ja auch egal, jedenfalls das alles, während sie halt ihr Kind halt bekommen hat, im Dorf aufgebaut, irgendwie so mit autarken Leben und bla bla. Geil. Ja, mega, also auch großes Ziel. Deshalb, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Oh. Ja, es ist natürlich so, dass wenn man jetzt ein Kind bekommt, dass man natürlich die Prioritäten ein bisschen verschieben muss und wahrscheinlich auch für die nächsten paar Jahre so. Es ist halt, ja, so, weiß ich nicht. Also ich wünschte mir auch, ich zum Beispiel wünschte mir eine Frau, die halt schon ein Familienmensch ist, so, dass ihr Traum ist, auch eine Familie zu gründen und sich um die Familie zu kümmern und da so der Fels in der Brandung zu sein zu Hause, weißt du, was ich meine, so, und das zu finden heutzutage ist halt echt brutal schwer, weil die meisten Frauen irgendwie auch eine krasse Karriere machen wollen und sagen, nur zu Hause wäre nichts für mich, und ich sag auch nicht, dass du nur zu Hause sein musst, so, aber ich will, dass meine Frau halt wirklich die Chefin zu Hause ist und auch mir gute Energie gibt, dem das Kind vernünftig großzieht und mich auch unterstützt bei dem, was ich tue, so, weißt du, und da auch nochmal so ein krasser Rücken ist, in Anführungszeichen, Backup ist, und dass man zusammen halt einfach das Krasseste, was man rausholen kann, rausholt, so, und das ist halt schwer, wenn man jemanden trifft oder findet, der halt sagt so, nein, ich will das und das und das und das und ich will das unbedingt erreichen und ist mir egal, bis wann ich das erreiche, solange bekomme ich keine Kinder und solange will ich auch nicht zu Hause sein. So, weißt du? Ja, verstehe ich voll. Ich glaube halt tatsächlich auch, dass, weil du ja eben noch sagtest, dann ist halt ein paar Jahre irgendwie gar nicht und so. Ich glaube wirklich, wenn man selbstständig arbeitet und wirklich sein eigenes Ding hat, glaube ich tatsächlich gar nicht, dass ein Kind plus halt
Ja, was noch was anderes, was man noch zusätzlich quasi in die Welt tragen möchte. Ich glaube sogar, dass das gut zu vereinen ist. Klar, normal, wenn man ein Kind hat, dann ist das Kind natürlich Priorität Nummer eins. So. Und ich glaube, wenn sich eine Frau entscheiden müsste und wenn sie wirklich nach ihrem Herzen geht, dann wird eine Familie und ein Kind und ein Mann an der Seite, es wird immer Priorität Nummer eins sein. So, also da kann ich auch, also ich habe halt, also in meinem Umfeld tatsächlich, weil du sagst, es ist ja ein bisschen schwierig irgendwie, ne, Frauen überhaupt noch zu finden, die so denken wir alle so. Also das ist für uns so voll normal. Ich Also glaube für uns auch, ist es dass auf im jeden Fall, Herzen, dass man das ja. die meisten Frauen auch fühlen, so, weißt du, und sagen, na klar, Ja. so, das ist, ich meine, ihr habt ja nicht umsonst dieses Geschenk bekommen, dass ihr Leben gebären könnt. Das ist ja, wir können das nicht. Weißt du, wie ich meine? Wir als Männer können das nicht. Und ihr habt ja dieses Geschenk bekommen, dieses Göttliche, ein neues Leben zu kreieren und da, weißt du, das zu gebären. Das ist ja was brutal Schönes. Und ich sage ehrlich, diese Frauen, die sagen, nein, Karriere ist mir wichtiger. Und ich gehe auch meiner Meinung nach dann halt auch ohne Kind, scheiß drauf, Hauptsache ich habe meine Karriere gemacht. Die werden irgendwann unglücklich sein, weißt du? Ich weiß das. Glaube ich auch. Die sitzen Ja, dann zu glaube ich Hause auch. und, weil es ist doch so krass, wenn du eine Frau bist und ein Kind gebärst oder mehrere Kinder gebärst und diese Kinder kriegen wieder Kinder und die Kinder kriegen vielleicht wieder Kinder und du bist immer noch am Leben und irgendwann ist dein 70., 80. Geburtstag und du sitzt da und da ist ein ganzer Raum voll Menschen, die quasi aus dir entsprungen sind, so. Da kannst du die Karriere machen, wie du willst. Nix wird dich so krass erfüllen, glaube ich, wirklich so. Nix wird dich Ja, so krass erfüllen. 100%. 100%. Und ich glaube, dass wenn wir alle mal wieder ein bisschen mehr zurück zu unserer Natur finden würden, in jeglicherlei Hinsicht, ne, darüber ist es, ne, da schließt sich ja auch der Kreis zum Thema Essen, Selbstanbau und blablabla, dann will keine Frau in erster Linie, also wirklich, vielleicht ein ganz, ganz kleiner Prozentteil, würde Karriere über Familie stellen. So, und wenn man es wirklich, also wenn ich, guck mal, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mir das konkret auch, warum lachst du so, kommen geschrieben. Warte, sag erstmal. Ist der Talk auf Ist das Ayahuasca? Alex Talk können Alter. wir auch noch mal halten. Echt aus der Erfahrung oder was? Warte mal Also kurz, wo ist meine Cam Magic jetzt da? Mushrooms. Magic Mushrooms, ja? Ja, aber nur bei Ayahuasca würde ich auch auf jeden Fall mal experiencen. Also willst du mal machen, ja? Ja. Okay, krass, krass, krass. Und Wo du? waren wir? Oh, Hast du ich bin. Erfahrung mit? Nein. Mm-mm. Nein. Nee. Irgendwas hält mich davon ab, so. Ich bin ein Typ, ich habe einen krassen Zugang zu meinem Bauchgefühl, zu meinem Dein Herz. Menschsein, so, zu meinem Herzen, genau. Und ich vertraue auf dieses Gefühl, weißt du? Und ich war schon mit Leuten unterwegs, die das gemacht haben. Und ich war ja auch in Mexiko und da haben viele das gemacht und so. Aber irgendwie hat ein tiefes inneres Gefühl von mir mich davon abgehalten, solche Dinge zu machen, so, weißt du? Ich weiß nicht, was das genau ist, ob das Gott ist, ob das Angst ist. Ich glaube, keine Angst, weil ich habe schon andere crazy Sachen auf jeden Fall gemacht, so. Aber irgendwas sagt mir noch so, entweder bin ich noch nicht bereit dafür oder es soll so sein, dass ich es nicht machen soll. Weil ich habe auch das Gefühl, umso mehr ich mich spirituell weiterentwickle, umso mehr ich auch so, also ich lese auch gerade wieder die Bibel und ich interessiere mich auch krass für Gott und sowas, weißt du? Und ich glaube, umso mehr ich mich spirituell weiterentwickle, habe ich das Gefühl, komme ich immer näher an diesen Bewusstseinszustand, den Leute beschreiben, wenn sie irgendwelche psychedelischen Drogen nehmen, so, weißt du? Ja, Und diese dann psychedelischen, hör auf also, dein Gefühl, voll wichtig. und die Leute, Meine, die hör auf dein auch, Gefühl. ja, safe, safe. Und die Leute, die das Keiner muss genommen haben, Ayahuasca nehmen, um bewusst zu sein. Also es ist ja nicht zwangsläufig nötig. Also ich habe auf jeden Fall ein Calling, das mal zu machen, aber hatte bisher halt auch zu großen Respekt davor, weil ich finde halt selber auch sehr, sehr wichtig, ne, Set and Setting, ne? Nicht einfach, okay, ich werfe mir jetzt irgendwie Mexiko am Strand rein oder sowas, ne? ja. Also es ist ja auch, glaube ich, ne,
Nein, auf keinen Fall. Also wenn ich auch sowas mal irgendwann machen würde, dann wirklich mit einem Setting und mit wirklich so, dass ich genau weiß, was ich damit erreichen möchte am Ende des Tages so. Aber ich glaube, entweder bin ich noch nicht bereit dafür oder es soll einfach nicht sein, weißt du? Weil ich kenne halt auch zum Beispiel viele Leute, die das schon tausendmal gemacht haben, aber am Ende des Tages, spätestens nach einem Jahr, wieder die gleichen Typen waren wie vorher. Und dann denke ich mir so, okay, Genau. was hat es jetzt gebracht am Voll. Ende, weißt du? Ja, und das ist halt so lustig, weil halt ganz viele deine, man kann sich an allem verlieren. Man kann sich auch, oder man kann die Heilung, die Erleuchtung, man kann die in allem suchen. So. Und die kann man auch in Psychedelics irgendwie zum Beispiel auch, ne, suchen. Aber wenn man halt nicht wirklich ehrlich zu sich ist und wirklich aus dem Herzen lebt, dann kannst du ja noch so viel Psychedelics dir reinwerfen, wie du nur willst. So. Ja. Und worum es halt wirklich geht, ist, wie wir auch uns als Mensch hier im Alltag und hier und jetzt irgendwie Ey, Chat, genau haut auf jeden Fall mal ein paar Fragen raus an uns beide, falls ihr Fragen habt. Wir gehen jetzt gleich mal auf die Chat-Fragen verändern ein. kann. Die Lehrerin auf Filz, ne? Ja. Durfte man das Was denn? Was denn? ich das sagen? Was hast du gesagt? Ich hab's nicht gehört. Nein, also, das hat jemand geschrieben, die Lehrerin auf Pilze. Ich weiß nicht, durfte ich das sagen? Ey, guck mal, heutzutage, ne? Also, ey, ich kenne auch ein paar Lehrer und auch Anwälte und Polizisten und was auch immer. Also heutzutage ist das gar nicht mehr so, dass jetzt, weil du Lehrerin bist, kein Leben haben darfst und was probieren darfst, so. Ja, das Ding ist, weißt du, was halt so interessant ist? So wie Alkohol oder sonst was ist einfach so arg normalisiert. So, dass es eher, zum Beispiel, ich trinke gar nicht. In meinem Leben kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen, wie oft ich getrunken habe oder so. Also, Echt, ne? ja? Krass. Ja, gar nicht meins. War es auch nicht. Ich war einmal in meinem Leben richtig besoffen, dann habe ich mir gesagt, nie wieder. Und dann war auch nie wieder. Mit 17 Stark. oder 18. Feier So, ich. also, Ist ja. dir Größe Also, wichtig? Ja, hat sie schon gesagt. Größe ist dir wichtig, ne? ja. Das Also, ist so, bei Frauen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will keine haben, die dick ist, dann ist es Bodyshaming. Wenn Frauen sagen, ich will einen Mann, der groß ist, keine Männer, die klein sind, dann ist es, was ist es dann? ich Scheiß finde auch, dass Männer sagen dürfen, dass sie keine Frau haben wollen, die übergewichtig ist. Auch, ist doch völlig legitim, ist doch auch in Aber du weißt, Ordnung. was ich meine, ne? Das wird halt so Ja, natürlich, verteufelt. halt die Doppelmoral. Ja, Voll. klar weiß ich, was du meinst. Wie Normal. groß muss er denn sein? Fragt der Yasuke. Ja, ich meine, also, ich bin, wie gesagt, sehr klein, von daher, keine Ahnung, wird mir jetzt vielleicht auch 1,85 reichen. Ja, nee, ist klar, Digga. Oh ja, so 1,85 wird mir reichen, Alter. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich bin gesegnet von Gott. Ich bin zum Glück relativ groß so. Ja. Deswegen, ich habe da nicht so die Probleme mit. Aber wenn du dir vorstellst, ein Mann, der halt einfach klein ist, der ist halt einfach klein und du kannst halt auch da nichts verändern. Weißt du, was ich meine so? Ja, also ich meine, es gibt ja auch, es gibt bestimmt auch Frauen, für die das okay ist. Ey, Also es ist schon ein harter Trend, so auch wenn du auf TikTok guckst und so. Also die meisten Frauen heutzutage wollen, das ist auch wie so ein Trend geworden, wollen einen Mann, der über 1,80 ist. Und damit sind halt schon viele Männer raus aus der ja. Nummer, weißt du? Und das ist schon hart. Ist schon hart. Ja, vor allem halt, wenn ich auch noch so klein bin und dann halt so große Frauen, dann eigentlich nehme ich die da halt ein paar Leuten dann weg. Ich stehe aber auch auf kleine Frauen, muss ich ehrlich sagen. Wie groß bist du? 1,56. Echt, Sehr ja? klein. Ja. Ich bin halt Portugieser, ne? Wir sind halt alle klein. In Portugal ist das normal. Meine erste Freundin mit 17 war 1,55. Sweet. Ja, voll. Das sah auch komisch aus, aber es ist so. Ich kenne auch viele Basketballer und so, die sind 2 Meter und die haben teilweise Frauen 1,60. Ja, Eins, weißt du ich wusste so? gerade an Wladimir Klitschko, der Boxer, der war doch auch immer mit Hayton irgendwas. So eine, das war so eine Blonde, ganz, ganz kleine. Die hatten auch einen riesigen, großen Unterschied. Das wundert Ja, mich eigentlich gar nicht. es ist nicht unnormal, dass große Männer auf kleine Frauen stehen, so.
Weil ich bin auch so, also das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Ich möchte jetzt auch keine Frau, die jetzt so von, muss jetzt nicht dick sein oder so, aber die zu viel ist. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach too much. Wenn die groß ist und so, ich weiß nicht, das ist dann zu, das ist dann auch schon wieder, weiß nicht, ob das jetzt mit Maskulinität gleichzusetzen ist, aber das gibt mir Ja, so, woran glaubst du so. liegt das, dass große Männer trotzdem auf kleine Frauen dann nicht angezogen sind? Weil das halt, weil kleine Frauen halt auch süß sind und so, weißt du, was ich meine? Und mehr so Beschützer brauchen vielleicht auch und einfach halt diesen Vibe ausstrahlen von, weiß ich nicht, so, ich muss die beschützen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann sein, so. Sorry, ich Ich musste nur über den Chat lachen. bei mir ist es, ich stehe halt auf süß, weißt du? Ich mag es, wenn Frauen süß sind. Und deswegen, glaube ich, stehe ich auch drauf, wenn die klein sind, weil es einfach sweet ist. So. Ja, weil man dann halt auch was irgendwie hat, wo man ja, wo man nicht das Gefühl hat, man hat einen zweiten Mann, sondern ey, ich kann halt auch Mann sein. So. Ne? So. Was geht noch ab, Chat? Süße den Süße Süße den denn Man. genauso. Keine Frau, kleine Frauen haben, kleine Frauen haben mehr Veranlagung für Kurven. That's why. Kann auch sein. Wollen wir auf ein paar Fragen eingehen? Ja, Die mache ich ja haben ja die nichts ganze Zeit. beantwortet. Achso, okay. Du hast den Chat im Blick. Isabo, würdest du auch mal Leon in deinem Podcast einladen? Hast du einen Podcast? Ich will einen Podcast starten, tatsächlich, halt auch so Woher Interviewformat weiß der das? und so. Ich hab in meiner Bio Soon Podcast stehen. Ah. Ja, auf jeden Fall. Wärst du dabei? Safe. Ja? Safe. Okay. Dann machen Let's wir das. go. Machen wir. Machen Wann wir. willst du Ja, damit nee, ich hätte starten? Bock. Bitte? Wann willst du damit starten? Ja, eigentlich bald. Ja? Ja, ich wollte mir noch ein Setup, also ich wollte mir noch ein Mikrofon und sowas bestellen. Und ja, also ich hätte halt voll Bock, das ist halt auch so eine Vision von mir. Ich würde halt gerne als Podcast starten und ich hätte richtig Bock, auch so Live-Shows dann irgendwann zu machen. So, weil ich habe, ich sehe das richtig. Ich visualisiere das jeden Tag. Ja. Geil. Geil. Ich mag das, wie ambitioniert du bist. Ja. Oh shit, hier ist ein Thema. Ja, erzähl, erzähl, Was? erzähl du erstmal. Ja. Ich habe tatsächlich auch unseren Talk manifestiert. Soll ich dir sagen? Das ist Erzähl richtig mal. spannend gewesen. Was Ich habe, war? also ich bin ja auf dich aufmerksam, habe ich auch noch gar nicht gesagt. Durch Nee. Leo, also ne, von Ketzer der Neuzeit. Ah, okay, krass. Genau, ich folge ihm halt schon länger. So, und dann, wie gesagt, meine ganzen Freundinnen und so, wir interessieren uns eh alle für dieselben Sachen. Und dann hatte mir Grüße halt gehen raus an einer der meiner Stelle, besten. bester Mann. Ja, erzähl. Nee, ich habe Ja, nur auch Leo Grüße von dir. Ja, ich schätze. Von gegrüßt. mir auch Grüße an Leo, unbekannterweise. Genau, so jedenfalls hat ihr dann ja das Interview gemacht. So. Hörst du mich noch? Ja, ich Ja, höre okay, dich. perfekt, perfekt. Okay, ja, ich rede zu viel. So hat ihr jedenfalls das Interview gemacht und dann hatte mir halt eine Freundin euer Interview geschickt. So. Und dann hatte ich mir das halt angeguckt und ich dachte so, hä, voll cool, voll geiles Format. Und dachte so, ey, ja, hätte ich auch voll Bock mal mit dem zu quatschen. So. Und dann, Also mit mir ja. oder mit Leo? Mit Leo? mir? Nee, mit dir. Mit dir. Mhm. Mit Leo habe ich auch Bock mal zu quatschen. Werden wir auch bestimmt mal machen. Ja, So. ich kann euch connecten, das ist kein Thema. Ja. Und das ist halt voll witzig gewesen, weil du dann ja sogar gefragt hattest, ne, wegen Content. Und ich dachte so, ja, Das Ding ist, ich glaube, du Manifestation is hast. real. Ich glaube, du hast. War das nicht so, dass ich einen Aufruf gemacht habe bezüglich Genau, ja. Fotoshooting, ne? Models, ich suche Genau, Mädels. darauf habe ich reagiert. Genau, und dann habe ich Ja. mir deine Page reingezogen und da war ich eh auf der Genau. Suche nach irgendwie ein Genau. paar Mädels, mit denen ich auch einen Talk machen kann, so. Und dann sind wir darauf gekommen, ne? Genau, so war das. Genau. Geil. Aber trotzdem, es war so trotzdem, ich musste so lachen, weil ich so dachte, hä, voll witzig. Weil ich mir halt direkt so dachte, hä, ja, hätte ich voll Bock, mal mit dem Talk zu machen. Ey, hier fragt einer, ob du irgendwie so Vorlieben hast, was Nationalität von Männern angeht. Oh, nee, eigentlich nicht. Nee, kann ich Nee? eigentlich so beantworten.
Nee, ich Hast du bin da. so ein Typ, hast du einen speziellen Typmann so optisch gesehen oder ist es Nee, eigentlich? tatsächlich auch nicht. Das ist auch ganz spannend bei mir. Also, ne, die Größe ist mir halt irgendwie schon wichtig. Und halt, ne, muskulös, einfach, dass da halt Masse dran ist, dass der halt jetzt nicht so dünn ist. So. Das ist mir halt persönlich einfach optisch einfach wichtig. Aber Ja. ansonsten, was so Aussehen, so Nationalität und so angeht, Ist egal, ne? da finde ich viele, da würde ich sagen, finde ich jemand Blondes attraktiv, aber finde ich auch Ja. jemand Dunkelhaariges attraktiv. Fühle Da bin ich. ich nicht so festgelegt. Nee. Ist bei mir genauso mit Mädels auch. Also, Ja. dass ich da keine bestimmte Nationalität habe oder sage, die muss jetzt dunkle Haare haben, helle Haare haben. Obwohl ich sagen muss, eher dunkle Haare bei mir auf jeden Fall. Ich fühle mich eher hingezogen zu So auch bis, südländisch eher ja, so, oder? südländisch, auch leider ein bisschen zu Temperament und sowas, weißt du? Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, Ja, aber das. Ja, das kann ich verstehen. Das ist anstrengend. der eine schreibt, sie ist 1,56 und sagt 1,85 geht auch klar. Der eine Machen sagt, wir Leon einen macht. Double-Podcast, eine Marktlücke, vertrau. Ja, Wir könnten ich auch schwöre. zusammen einen Podcast machen, auf jeden Fall. Wärst du dabei? Ey, so, dass wir mal ein paar Leute zusammen interviewen, meinst du? Ja, machen. Ey, ich bin offen, ich bin mega offen für Dinge. So, mit Leo wollte ich eventuell auch was in die Richtung machen. So. Ja. Da passiert auch jetzt studiotechnisch gerade was in Berlin. Und dann. Ey, dann haben wir da auf jeden Fall eine Möglichkeit, Podcasts zu drehen, so, und dann kann man ja mal schauen, was für Konstellationen man machen könnte. Ja, Worauf ich auch zum Beispiel voll Bock hätte, ist mal voll cool. so eine kleine Runde zu machen, weißt du? Ja, so eine Talkrunde halt mit mehreren, ne? Ja, so ein paar Mädels, paar Jungs und dann einfach mal gib Ja. ihm so ein bisschen quatschen. Gibi. Gib ihm. Ja, Oh. voll. Ja, mega. Und einfach mal, ja, einfach Herz-zu-Herz-Gespräche und Hier ja. sagt gerade einer, diese Temperament sinnlos. Jede Frau kann temperamentvoll sein. Was denkt ihr? Ja, aber Bro, das ist schon so, dass südländische Frauen mit einem gewissen Background ein bisschen mehr dazu tendieren, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr temperamentvoll zu sein, als zum Beispiel jetzt deutsche Frauen. Das sind Facts. Leon ist offen für Ja. Dinge. Okay. Gib mal ein paar Fragen noch rein, Chat. Ich habe auch hier, warte mal kurz. Ich habe ja bei Instagram auch so einen Ja, du Fragetag hattest letztens, reingehauen. ja, stimmt. Hau raus. Da waren tatsächlich ein paar richtig lustige Fragen dabei. Ja, freue mich, ich liebe so Fragen. So, sie fragt, dem Partner etwas verbieten, No-Go oder normal? Ich habe mal eine Frage zu deinem männlichen guten Freund. Was denkst du, wenn du ihm jetzt schreiben würdest, ey, ich hab Bock, komm vorbei, was denkst du, was er antworten würde? Ab wann wird der Bodycount eines Mannes unattraktiv für Frauen? Wer ist dieser Mann jetzt? So, ne? Eine einfache Frage und sie stellt, macht biologische Formel auf.